Im Daoismus gibt es eine Schöpfungslehre. Aus dem Nichtsein entsteht das Sein. Aus der Eins die Zwei, aus der Zwei die 10.000 Dinge. Dieser Schöpfungsakt ist jedoch nicht einmalig, gleichsam historisch stattfindend und somit für alle Zeit beendet, indem die geschöpften Dinge sich selbst überlassen bleiben und lediglich ihrem Verfall entgegenharren, sondern der Schöpfungsprozess vollzieht sich immer wieder. Wir haben es mit einer zyklischen Vorstellung von Schöpfung zu tun und zugleich mit einer hochgradig dynamischen Vorstellung des geschöpften Seienden. Das Seiende ist nicht statisch, sondern es unterliegt einer ständigen Umwandlung. Hierbei sehen wir eine Wandlung der Extreme ineinander. Ein Extrem kann sich in sein Gegenteil wandeln. Die Nacht in den Tag, das Licht in Dunkel, die Kälte in Wärme, die Freude in Trauer und die Trauer wieder in Freude zurück. Diese Umwandlungen des Seienden sind keine Zufälligkeiten, sondern unterliegen laut dem Daoismus dem Gesetz, dem größten Weltgesetz, dem Dao selbst. Das Dao, unzureichend übersetzbar in europäischen Sprachen mit Sinn oder Sinngrund oder hegelianisch mit Weltgeist, das Dao ist der lebendige Impuls in allem Seienden, der zur Umwandlung und zur stetigen Transformation aufruft, weil er ursprünglich aus dem Sein stammt und das Sein seinerseits aus dem Nichtsein bzw. mit dem Nichtsein identisch ist. Die Identität des Seins mit dem Nichtsein wird im Tao Te Ching als das große Geheimnis beschrieben. Dieses große Geheimnis zu meistern sei der Schlüssel zur Selbsterkenntnis wie zur Welterkenntnis, also zur philosophischen Lebensmeisterschaft. Wir sehen eine komplexe Kosmogonie, in der jedoch polare Gegensätze keine Widerstreiter oder gar feindliche Prinzipien sind, sondern harmonisch sich umfassende und sich ineinander transformierende Gegensätze. Wir sehen zugleich einen Schöpfungsakt, der nicht ein abgeschlossenes historisches Ereignis ist, sondern sich immer wieder vollzieht. Und wir sehen somit auch die Möglichkeit, dass wir uns als Erkennende verhalten innerhalb eines prinzipiell erkennbaren Seins Ganzen, auch Kosmos, Welt oder heruntergebrochen auf Alltagsdinge, unsere persönliche Lebenserfahrung genannt. Die philosophische Haltung, die sich aus dem Geist des Daoismus und somit dem auch dem Tao Te Ching unterliegenden Konzept entfaltet, kann man als Wu Wei beschreiben. Wu Wei bedeutet nicht eingreifen. Doch was ist dieses Wu Wei? Es ist wichtig, diesen Zustand zu verstehen, da er in der westlichen europäischen Philosophie und in unserer Perzeption des Tao Te Ching oft völlig falsch interpretiert wird. Wu Wei als Nicht-Eingreifen bedeutet nicht Passivität, bedeutet noch weniger Ignoranz oder Feigheit. Wu Wei bedeutet aktives Teilhaben als Schauender. Dies ist eine gleichsam mystische Rolle. Wir haben verlernt, aktiv zu schauen, so wie wir auch verlernt haben oder es nie gelernt haben, aktiv zuzuhören. Diese Qualitäten sind kein passives Geschehenlassen. Und erst recht kein Mangel an Zivilcourage oder Feigheit, sondern wir sehen in dem aktiven Zusehen, im aktiven Dabeisein, ohne zugleich den Drang ausagieren zu müssen, einzugreifen, vielmehr eine mystische Grundhaltung. Erkennender, Erkanntes und Erkenntnisgrund sind eins in dieser Haltung des Wu Wei. Das ist eine Entsprechung zu allen großen mystischen Systemen der Weltkulturen. Wir sehen Vergleichbares in der Kabbala, in der Sefer Yetzirah, in der es heißt, die Zahl der Zähler und das Gezählte sind gleich. Diese drei Ebenen des Erkennenden, des Erkenntnisgegenstands und des Erkenntnisgrundes können zusammenfallen in einer bestimmten Haltung des Erkennenden. Und diese Haltung ist nicht aktiv manipulierend, sondern aktiv schauend.
Das ist eine ganz andere Einstellung als die, die in unserem westlich-europäischen Grundverständnis des Tun-Müssens, des Handeln-Müssens, ja sogar des Korrigieren-Müssens zugrunde liegt. Unsere Vorstellung, etwas korrigieren zu müssen, weil die Dinge, die uns begegnen, angeblich unvollständig, unzureichend, mangelhaft sind, weil wir selbst uns als mangelhaft empfinden, ist keine mystische Sicht, wie sie im Daoismus unterliegt. Der Daoismus will in seiner kosmologischen Grundauffassung, die er im Dao De Jing darstellt, in diesem sich jederzeit vollziehenden Schöpfungsakt, den wir erkennend miterleben können und in den wir mit einbezogen sind, ja, uns auch zeigen, dass wir gar nicht viel verändern müssen, sondern dass wir die Harmonie, die da ist, am besten nicht stören. Das I Ching, das Buch der Wandlungen, fußt auf dem Geist der Mystik und somit auch auf diesem reichen Ideenstrom, der durch das Dao De Jing zieht. Das I Ching möchte die Veränderungen im Seienden beschreiben und stellt dazu 64 typische, man kann sagen menschlich, allzu menschliche Situationen dar, in denen wir uns befinden können und die sich in einer bestimmten Gesetzmäßigkeit weiterentwickeln werden. Hiermit ist jedoch kein Fatalismus angezeigt, sondern vielmehr die Freiheit unseres Handelns. Die positive Botschaft, die dem I Ching unterliegt, ist folgende: Du bist deinem Schicksal nicht ausgeliefert. Es gibt im Grunde kein blindes Fatum, wie es die Römer glaubten, wie es die Dichter der griechischen Tragödie glaubten, wenn sie eine finstere Ananke, Notwendigkeit, katastrophale Ereignisse spinnen sahen, die sich im Menschenleben manifestieren mussten. Die Botschaft des I Ching ist eine andere. Es gibt Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich bestimmte Situationen entwickeln. Und wenn du in der Lage bist, das heute zu durchschauen, weißt du auch um zukünftige Ereignisse. Und das wiederum macht dich frei. Du bist als Erkennender in einem sinnvollen Kosmos, in deiner Freiheit, gesetzt durch deinen eigenen Entschluss. Das ist die Vorstellung, die dem I Ching unterliegt und die noch oberhalb der Vorstellung der Existenzialisten ist, die den Menschen als geworfen sahen in eine grundsätzlich unverständliche Welt, in der er sich erst definieren muss. Das ist gleichsam das extreme Gegenteil der daoistischen Seinsvorstellung, die von der vorgegebenen Harmonie ausgibt, die der Mensch bitte nicht durch manipulativen Aktionismus stören, sondern vielmehr durch aktives Schauen begreifen sollte. Eine weitere positive Nachricht, die das I Ching in seinen 64 Beschreibungen typische Seinssituationen und ihre Entfaltungsstufen mitgibt, ist die, dass jede Entwicklung nicht angstbehaftet sein muss. Oder anders, dass eine Entwicklung, eine Veränderung nicht zu fürchten ist. Die Botschaft lautet also: Habt keine Angst. Das Leben ist ein Veränderungsprozess und jegliche Situation ist nur von vorübergehender Dauer. Das Glück wie das Unglück, was zugleich beides nur Wahrnehmungsweisen von Phänomenen sind im menschlichen Geiste. Durch diese Kurzfristigkeit und prinzipielle Wandelbarkeit einer jeglichen Situation wird das menschliche Erleben nicht minimiert oder bagatellisiert, sondern an seinen Platz gestellt. Wie kann es überhaupt sein, dass ein Spiel wie das I Ching, das man zu Zeiten der Tang-Dynastie mit Münzen gespielt hat, die wie westliche Münzen Kopf und Zahl haben, die Tang-Münzen hatten Drachen auf der einen Seite und chinesische Schriftzeichen auf der anderen und die durch die Kombination von Würfeln dann bestimmte Entsprechungen zu den 64 Hexagrammen, also Sinnbildern, und den entsprechenden Schilderungen ergaben. Wie kann es sein, dass ein solches spielerisches Vorgehen überhaupt irgendwelche Deutungen über die Zukunft ermöglicht?
Hier müssen wir verstehen, was das Spiel eigentlich bedeutet. Das Spiel im existenziellen und kulturanthropologischen Sinn ist niemals ein oberflächliches Unterhaltungsgeschehen. Das Spiel ist, wie der rumänische Kulturwissenschaftler Mircea Eliade, der lebte von 1907 bis 1986, schilderte, stets eine verkleinerte Ritualhaltung. Das Spiel ist zutiefst in Kultus und Ritus integriert. Und die Ritualhaltung oder Ritualhandlung, also als die Attitüde, die der Spielende hat, der sich im Ritus sieht, oder als das konkrete Handlungsgeschehen, das er vornimmt, ist zugleich ein verkleinerter Schöpfungsakt. Es ist ein sinnbildliches Geschehen. Und als sinnbildliches, also analoges Geschehen, das mikro- und makrokosmische Entsprechungen miteinander vergleichen möchte und dem Menschen zu Bewusstsein bringt, ist das Spiel immer auch eine Weise gewesen, die praktische Philosophie als Weisheit zu erfassen. Das I Ching als ein Spiel kann insofern Orakel sein, Psychogramm und auch Weisheitslehre.